Carlos Bernegger, der Enttäuschung ist gross nach dem Lausanne-Spiel. Was ist genau schief gelaufen? Ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben eine große Chance verpasst, aufgrund von den Ergebnissen von den anderen Mannschaften. Sie können dort positionieren mit den Spitzengruppen. Die Ausgangslage war gut. Erste Halbzeit haben wir Lausanne dominiert, aber nicht konsequent die Angriff umgesetzt. Zweite Halbzeit aufgehört, wo wir gut gemacht haben in der ersten Halbzeit. Und von den her knallhart bestraft, aufgrund, dass wir nicht entschlossen genug das Spiel über die gesamte Dauer können bestreiten. Irgendwie macht es den Eindruck, dass der FC Luzern zwei Gesichter hat. Wenn eine Spitzenmannschaft kommt und mitspielt, zeigt der FC Luzern seine Galaform. Gegen Kleine tut man sich eher schwer. Woran liegt das? Ja, es sind verschiedene Gründe. Es ist sicher in diesem Zusammenhang, wenn wir im Ball sitzen, die Kreativität fehlt und die offensiven Leute können noch so bedienen, der letzte oder vorletzte Pass, hartnäckig über die 90 Minuten bleiben, wenn du nicht den Durchbruch schaffst. In den Anfangsphase, da musst du über die gesamte Dauer das noch machen. Und auf das müssen wir arbeiten. FC Basel, das wird sicher ein sehr spannendes Spiel. Was erwartet Sie für einen Gegner? Der FC Basel ist ja nicht gerade dominant momentan, hat aber Erfolg. Ja, das ist definitiv so. Die haben eine Siegesmentalität, wo Erlauf und die Schwierigkeiten immer gute Ergebnisse zu holen. Auch ein breites und qualitatives Kader, wo erlaubt, eine oder andere Position noch rochieren zu können und auch kompensieren gewisse Ausfälle. Und sicher auf das müssen wir vorbereitet sein. Es kann ein oder andere Spielsysteme vorkommen, es kann ein oder andere Spieler vorkommen. Und auf das müssen wir vorbereitet sein. Und vor allem die Mentalität, wo man muss in einem Cup-Spiel haben, das ist gefragt sicher am Mittwoch. Wie groß ist die Chance, dass wir am Ostermendig den Cup-Final nicht als Zuschauer sehen? Ja, die Chancen sind genau gleich wie Basel noch hat. Das Spiel beginnt 0-0. Wir haben 90 Minuten oder in Verlängerung oder in den Penaltyschießen. Sicher auswärts eine schwierige Aufgabe, aber eine gute Gelegenheit. Und das wollen wir, diese Gelegenheit positiv nutzen. Wir glauben daran und überzeugt. Viel Glück, Carlos Bernegger. Merci. Grüezi miteinander. Radio Pilatus Comedy Night im KKL Lucerne. Radio Pilatus Comedy Night im KKL mit dem Feri, Stefan Büsser, Helga Schneider, Sergio Sardella und der Margrit Borne. Am Samstag, 3. Mai im KKL Luzern. Tickets und Infos auf radiopilatus.ch.